Kollegen, liebe Grüne. Ich freue mich, bei diesem Sommerfest hier kurz auch sprechen zu dürfen. 25 Jahre, das ist schon was. Und da kann man schon mal zwischen den Zähnen pfeifen. Ich gratuliere Ihnen und euch ganz herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Wir haben gerade die Geschichte gesehen, der ist auch ganz kurz, war 1990 Einzug ins Parlament, 10 Jahre später erste rot-grüne Koalition. Nordrhein-Westfalen ist seitdem grüner geworden und das ist gut so. Max Weber hat ja mal gesagt, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und damit meine ich nicht die berühmte Dachlatte, die wir in Nordrhein-Westfalen ja schon lange geschreddert haben. Das haben wir ja schon. Aus der turbulenten Anfangszeit sind inzwischen 25 Jahre geworden und ich habe davon 15 sozusagen hautnah miterleben dürfen. Und diese 15 Jahre, wir haben es gerade verfolgen können, die haben es wirklich in sich. Ich würde gerne einmal noch auf diese Oppositionszeit eingehen, zwischen 2005 und 2010. Ich glaube, liebe Silvia, diese Zeit hat uns zusammengeschweißt und geprägt und sich im tagtäglichen Regierungshandeln spiegelt sich das heute wieder. Wir sind sozusagen die Mütter von Rot-Grün 2.0 in diesem Land. Und ich bin jedenfalls froh, dich an meiner Seite zu haben und ich glaube, wir machen das ganz gut zusammen. Wir sind halt über das ganz gerne vor. Sieg war es ja nicht. Die Übernahme der Regierung war verdient 2010 und auf Silvia Dörmann folgte in der Fraktion Rainer Pring. Und lieber Rainer, an dieser Stelle, dann nutze ich einfach die Gelegenheit und sage dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Du warst stets Motor dieser rot-grünen Koalition 2.0. Du warst ein verlässlicher Partner. Es hat mir politisch, aber vor allem auch menschlich enormen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Deine Professionalität, du warst stets für uns eine sichere Bank und das habe ich in den Jahren der Minderheitsregierung wirklich schätzen gelernt und ich war froh, dass du diese Jahre uns auf dieser Position begleitet hast. Vielen Dank. Qualität notwendig und wichtig. Diese Jahre der Minderheitsregierung, die hat es ja in sich. Das war ja ein Experiment, von dem wir nicht wussten, wie es ausging. Und viele haben gesagt, ach, den nehmen wir maximal 3 Monate, dann ist das wieder vorbei. Mit der Koalition der Einladung, mit dem neuen Politikstil haben wir aber einiges geschafft. Du hast es aufgezählt, Bernhard. Ich will das nicht wiederholen. Und vor allen Dingen haben wir es geschafft, dass die Bürgerinnen und Bürger 2012 gesagt haben, die haben das gut gemacht, die wollen wir weiter an der Regierung. Sie haben uns ihr Vertrauen gegeben und Rot-Grün regiert seitdem mit eigener Mehrheit und mit einem klaren Kurs. Und es zeigt sich, dass es gut ist für Nordrhein-Westfalen. Bei Rot-Grün 2.0 haben wir einen guten, respektvollen Umgangsstil. Wir sind geschlossen und der kurze Draht, wenn es mal schwierig wird, der funktioniert und der zeichnet unser Wirken bis heute aus. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien, da gibt es unterschiedliche Richtungen und ich finde, Auseinandersetzung über den besten Weg gehört in eine Demokratie. Das muss man nicht immer hochjatzen, sondern es ist vernünftig, dass man sich über den richtigen Weg auseinandersetzt und entscheidend ist, dass man auch mal Sachen geht. Gemeinsam auf den Weg gebracht. Wenn man so einen Tag hat wie heute, denkt man zurück. Du hast es genannt, Schulgrundsatz, Inklusion, Energiewende, Sanierung, Landeshaushalt. Das ging nur mit Vertrauen und Verlässlichkeit. Und daran knüpfen wir jetzt an mit dir, Bernhard. Wir kennen uns gut und ich bin sicher, dass wir die erfolgreiche Arbeit, die wir in den letzten 5 Jahren miteinander gehabt haben, auch weiter fortsetzen können mit dir und der gesamten Fraktion. Das wird nicht einfach. Wir wissen alle, welche Herausforderungen vor uns liegen. Ich nenne nur auch das aktuelle Stichwort Flüchtlingspolitik. Nordrhein-Westfalen, das sage ich hier in aller Deutlichkeit, ist ein starkes Land. Und dieses Land kann das alles schaffen, wenn wir gemeinsam anpacken. Es hat eine gute, starke Regierung. Und wir werden das schaffen.
schaue, dann habe ich schon eine Menge umgesetzt. Aber da gibt es auch noch einiges, was zu tun ist. Wir wollen unsere Vision weiter umsetzen, wir werden gebraucht. Und ich bin sehr stolz auf das, was wir hier erreicht haben. Das war nur gemeinsam möglich. Und dafür danke ich Ihnen und euch ausdrücklich ganz herzlich. Als Geschenk mit. Und dann haben wir mal wieder auch bei uns in die Annalen geguckt. Zum 25. Regierungsjubiläum der SPD habt ihr uns damals ein paar Filzpantoffeln geschenkt. Nun ist es an mir, euch ein Geschenk zu machen. Da habe ich mal überlegt, die Opposition, die strickt ja nur eine Luftmasche nach der anderen. Und wenn wir erfolgreich, während wir erfolgreich daran arbeiten, dieses Land jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und wenn ich mir eins wünschen darf, dann soll das auch über 2017 hinaus weitergehen. Ja. Aber ich weiß ja, Stricken war schon immer eine besondere Leidenschaft der Grünen. Da bringt ihr besondere Kompetenzen mit. Könnte ich allerdings mithalten. Werner, mit euch stricke ich, wie gesagt, am liebsten weiter. Und so habe ich euch heute etwas ganz Spezielles mitgebracht. Bio-Schurwolle in Rot-Grün. Die kratzt zwar manchmal ein bisschen, aber aus meiner Sicht ist sie am nachhaltigsten. Alles Gute für die